Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder nicht alleine. Und zwar mit einem Mann, neben dem ich wahrscheinlich gerade aussehe wie ein schmales Hühnchen. Naja, ich glaube, das hat sich noch im Ganzen. Und das liegt nicht am Weitwinkel und daran, dass Patrick jetzt vielleicht zu weit an der Seite sitzt, sondern ich habe hier neben mir den, ich würde einfach mal behaupten, erfolgreichsten deutschen Natural-Bodybuilder neben mir sitzen. Den einzigen, der zusammen mit nicht-naturalen Jungs auf der Bühne stand und dadurch IFBB Pro wurde, nämlich Patrick Teutsch. Herzlich willkommen. Das ist eine schöne Ankündigung. Ja? Das mit erfolgreich hast du jetzt gesagt, aber könnte man unter Umständen schon so bezeichnen. Es ist immer schwierig, das selbst so zu sagen, aber ja, schon ja, zumindest also einigermaßen erfolgreich. Ja. Es sind zumindest auch Formen, die ich zwar von den Ausmaßen her schon gesehen habe, aber dann nicht bei Naturalen. Und in der Form her ist das schon, wenn man das mal so im Real sieht, schon sehr beeindruckend. Ich war ja bei Tim Gabel zu Gast, da war Patrick kurze Zeit später auch. Und da haben Tim und ich auch ein Netty or Not gemacht, wo wir uns unter anderem Patrick angeguckt haben. Und ich habe mich, wie ihr das von mir gewohnt seid, nicht festgelegt, ob ich glaube, dass Patrick jetzt wirklich natural ist oder doch nur ein Schwindler sei. Ich habe lediglich gesagt, was man so für Sachen bedenken muss, damit es möglich sein kann, oder damit es theoretisch oder auch praktisch möglich sein kann, solche Ausmaße dann auch noch mit entsprechend geringem Körperfettanteil zu bekommen, ohne dass dabei chemisch illegal nachgeholfen wurde. Ja. Fand ich übrigens gut. Ja. Also als Außenstehender dann auch zu sagen, selbst wenn man weiß, okay, viele Indizien, die müssen nicht zwangsweise dann bedeuten, dass jemand nicht natural ist oder natural ist in die eine oder andere Richtung, ist halt generell schwer dann auch sich festzulegen, wenn man natürlich nicht alle Informationen hat. Man kann natürlich nur sagen, okay, das und das würde dafür sprechen, das und das dagegen, ohne jetzt die Hand ins Feuer zu legen und zu sagen, definitiv on oder definitiv natural. Das würde man sowieso, es gibt natürlich Fälle, da kann man definitiv, oder da würde ich auch sagen, dass definitiv ich nicht glaube, dass jemand ehrlich ist. Mike O'Hearn halte ich für, also bei aller Wundergenetik hin und her halte ich für ausgeschlossen, dass der Mann natural ist. Dwayne Johnson tatsächlich auch. Also bei Dwayne Johnson würde ich auch gleich mitgehen. Bei Mike O'Hearn, das ist halt immer so eine Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe, okay, häufig, er ist immer relativ lean im Oberkörper. Ne? Mhm. Im Beinbereich war immer so ein bisschen verhalten. Klar, eine extrem starke Muskelmasse mitgebracht. Aber ich glaube, die Fotos sind auch häufig sehr, sehr gut geschossen. Ne? Klar, er ist jetzt schon relativ alt und ist immer noch. Also jetzt ist unabhängig von den Fotos, auch in bewegten Bildern, der Mann ist irgendwie Mitte 50, glaube ich. Ja, 54, glaube ich. Ja, ne? Also 54, gesichtsmäßig ist ja auch einiges, denke ich mal, geliftet schon bei ihm. Also, würde ich mich zum Beispiel weniger festlegen wollen, als dass Mike O'Hearn, als dass das über die ganzen Jahre und in dem Alter, also wie gesagt, Mike O'Hearn soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, aber ja. Halte ich persönlich für ausgeschlossen. Soll auch nicht heißen, dass ich nicht glaube, dass da vielleicht nachgeholfen wird. War bloß so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, in einer Welt, gegebenenfalls, wo ganz viel Positives zusammenkommt, könnte vielleicht unter Umständen das dann doch noch der Fall sein. Ja? Ich weiß es nicht. Natürlich in dem Alter, ich kenne viele andere Athleten, die halt mit 54, dann so langsam den Weg nach unten begeben, sag ich mal, was die gesamte Körperkonstitution, Muskelmasse etc. anbelangt. Und ich glaube, bei ihm ist es zumindest nicht weniger geworden. Ne? Nee, es ist nicht weniger geworden. Und selbst bei den Leuten, die auf Stoff sind, wird das ja in dem Alter normalerweise weniger. Also, ja. Und ohne erst recht, ich glaube auch, er hat im Gegensatz zu dir nie seine Blutwerte öffentlich gemacht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Aber du hast das ja gemacht. Und darauf sind wir dann ja auch eingegangen, also in dem Fall Tim und ich. Und ich habe da auch einige Sachen bei angemerkt. Wir haben auch eben gerade ein weiteres Video schon abgedreht, was dann auf Patricks Kanal kommt, bei dem wir sein Blutbild oder seine Blutwerte, das ist ja nicht nur das reine Blutbild, genau mal analysieren. Schaut euch das gerne mal an. Das
ist sehr interessant, was da so zu sehen ist. Mhm. Deshalb gehen wir da jetzt nicht mehr im Speziellen ein, aber ein Wert, der natürlich jetzt im Zusammenhang damit, ob jemand natural ist oder nicht, immer interessant ist, ist der Testosteronwert, mhm, logischerweise. Der Testosteronwert war bei Patrick unmittelbar nach dem Wettkampf, nach einer sehr langen Wettkampfdiät im Keller unterhalb des Referenzbereichs. Das ist erklärbar durch die lange Diätphase. Mhm. Hat sich danach ein Stück weit wieder erholt, ist aber generell im unteren Bereich, im unteren Teil des Referenzbereichs, genau, ja, angesiedelt. Und wenn man dann, also bei mir zum Beispiel ist er eher höher und doppelt so hoch haben wir festgestellt. Und trotzdem hat Patrick doppelt so viel Muskeln. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, woran das liegen kann. Also außer natürlich stofftheoretisch, aber getesteten Wettkampfathleten, allein deshalb würde ich es dir schon nie unterstellen wollen. Mhm. Also, ne, weil das ist. Jetzt mal unabhängig davon gibt es ja noch andere Gründe, woran es jetzt liegen kann, dass, also wenn wir beide, die einzige, wenn man aus uns beiden eine Statistik macht, würde man sagen, Testosteron ist schlecht für den Muskelaufbau. Ne, so. Wenn man nur zwei Personen hätte. Wenn man nur zwei Personen und nur uns beide da hätte, wäre, ne, das, aber, was natürlich nicht stimmt. Das Gegenteil ist ja normalerweise der Fall, aber es gibt natürlich noch andere Punkte. Ein Punkt, der zum Beispiel jetzt bei den Blutwerten nicht gemessen wurde, war das freie Testosteron, ne? Das, oder beziehungsweise der SHBG-Wert, also Sex-Hormon-Binding-Globulin. Das ist ein Protein, was dafür sorgt, dass Testosteron im Körper transportiert wird. Aber solange es gebunden ist, kann es nicht in die Zellen einwandern und wirken. Das heißt, wenn das sehr hoch ist und dementsprechend das freie Testosteron niedrig ist, hat man wenig Testosteron zur Verfügung und andersrum auch. Es wäre natürlich bei dir interessant zu sehen, ob dein SHBG-Wert sehr niedrig ist und dementsprechend du zwar weniger Gesamttestosteron hast, aber das freie Testosteron, das, was wirklich aktiv in diesem Moment gerade wirken kann, wenn das kann, so etwas gibt es, kann proportional gesehen sehr viel höher ausfallen. Und dann hätte man schon wieder eine Erklärung dafür, zumindest, warum Patrick nicht schmaler ist als ich. Ja. Das wäre natürlich immer noch keine Erklärung dafür, warum er so viel mehr Muskeln hat. Und bevor wir zu den Punkten kommen, die vielleicht auch mit Training, Lifestyle und sowas zu tun haben, die sicherlich natürlich bei uns beiden speziell einen großen Unterschied machen, aber gibt es natürlich noch andere Sachen, die man da sich so anschauen muss. Bei dir wäre es zum Beispiel interessant, sich mal die Rezeptordichte anzuschauen. Wie kann man das messen? Also wie kann man das feststellen? Dafür bräuchte man, das wäre jetzt etwas, was man sicherlich in der Off-Season wahrscheinlich machen würde, dafür bräuchte man dann eine Muskelbiopsie, genau, und dann könnte man auf Transkriptebene beispielsweise, inzwischen ist das Wort PCR ja allen eingeläufig, in dem Fall wäre es eine RT-PCR, könnte man dann schauen, wie viel Androgenrezeptor, also wie viel Rezeptor für Testosteron in der Muskulatur speziell vorkommt. Weil da geht es ja darum, wie es in der Muskulatur ist, nicht in anderen Geweben. Ja. Kann sich das generell zwischen den einzelnen Muskelgruppen dann nochmal gravierend unterscheiden? Oder ist das denn, wenn man sagt, okay, ja, man nimmt es jetzt aus der Schulter, ähnlich geartet wird es jetzt im Quadrizeps? Nein, das unterscheidet sich auch. Okay. Das ist auch durchaus bekannt. Gerade im Schulter- und Nackenbereich, überhaupt in dem Bereich, der im Prinzip bei Footballspielern von dem Polster bedeckt ist. Ne? Mhm. Alles so oberhalb teilweise einschließlich der Brust. Dort hat man mehr Androgenrezeptoren und die scheinen auch durchs Training zum Beispiel noch mehr anzuwachsen als zum Beispiel in den Beinen, weshalb auch Steroide vor allem in dem Bereich oben besonders gut anschlagen und was auch der wesentliche Grund ist, warum Frauen teilweise echt kräftige Beine aufbauen können, wenn sie natural sind. Mhm. Von der Kraft und auch von der Masse ist da der Unterschied ja gar nicht so groß zu Männern häufig, aber im Oberkörper eine naturale Frau ist eigentlich fast nie hinkriegt, die Muskulatur aufzubauen wie ein Mann. Mhm. Und das, weil der Oberkörper halt sehr viel mehr auf Testosteron reagiert. Und wenn du da jetzt zum Beispiel mehr Androgenrezeptoren hättest, wobei deine Beine ja auch sehr massiv sind, also wenn, dann wäre das überall der Fall. Und das würde, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht sogar eher dagegen sprechen, dass das der wesentliche Punkt ist, weil dann würde es wahrscheinlich eher auch der Oberkörper sein, der
mehr heraussticht im Vergleich zu den Beinen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir so... Kann man nicht so sagen. Kann man so nicht mit, sagen. Mittlerweile würde ich jetzt behaupten, bin ich da ziemlich ausgeglichen, was die Körperstruktur anbelangt. War mal anders, was aber dann eher auf das Training und den Trainingsfokus am Anfang zurückzuführen ist. Beziehungsweise Operationen hatte ich auch noch, aber das wird jetzt zu weit gehen. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere Gene, die inzwischen bekannt sind. Hatte ich auch ein Video gemacht. Ja, das, was mir immer am ehesten einfällt, ist natürlich der weiß-blaue Belgier, ja, diese Myostatin-Kühe. Ich glaube, das ist den meisten wahrscheinlich auch am ehesten im Sinne, wenn man darüber nachdenkt, okay, was kann neben Testosteron jetzt noch relevant sein? Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir, also ob es jetzt speziell Myostatin ist oder der Gegenspieler Follistatin, das ist jetzt eine andere Sache, aber das ist etwas, was ich mir bei dir vorstellen könnte. Das würde auch erklären, warum unabhängig vom Testosteronspiegel das so aussieht, denn bei diesen Rindern oder auch bei Mäusen, bei denen das ausgeschaltet wurde, da sind halt dann auch die weiblichen Tiere sehr viel muskulöser, obwohl, ne, weil es dann nicht mehr speziell nur ums Testosteron geht. Auch da würdest du als Frau natürlich dann weniger Muskeln haben, wenn du nur ein Zehntel von Testosteron hast, trotzdem. Aber das wäre ein Punkt, der wäre, also ob du da eine Deletion oder eine Mutation hast, dafür müsste man zumindest keine Muskelbiopsie nehmen. Das könnte man auch mit einer Blut- oder Mundschleimhautprobe machen. Da braucht man nur irgendwelche kernhaltigen Zellen, weil davon auszugehen ist, dass wenn du am ganzen Körper so gut aufbaust, dass das eine Keimbahnmutation wäre und dementsprechend du überall in jeder Körperzelle diese Mutation hättest. Ich hätte mal so eine genetische Herkunftsdingsbums geschenkt bekommen. Da musste man auch so eine Speichelprobe abgeben. Da sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder nicht, sein Zeug dahin zu schicken. Und da hat man noch so genetische Rohdaten bekommen. Kann man anhand dessen so die einzelnen Polymorphismen kann man das rauslesen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das strukturiert war. Aber ja, theoretisch schon. Ja. Aber praktisch hängt es dann davon ab, was da auch getestet wurde. Ja. Also es gibt Polymorphismen bei einigen Genen, bei denen es bekannt ist, dass es dann Unterschied macht in Bezug auf die Genetik, was den Muskelaufbau betrifft. Ne? Also es gibt ja immer diese Streiterei, gibt es überhaupt gute Genetik? Ich habe gerade ein Video gemacht, bei dem man eindeutig sieht, ja, es ist bekannt, dass es sie gibt und auch mehrere Gene, aber natürlich nicht alle, die dafür bekannt sind, sind bekannt. Und von denen gibt es Polymorphismen. Beta-Actinin wäre so eins, ein Teil Promoter vom IGF-1-Rezeptor. Das sind so, und in einer Mausstudie wurden ungefähr 40 Kandidaten gefunden, die bei Menschen noch verifiziert werden müssen. Also diese Polymorphismen bei einigen Genen, zum Beispiel bei Beta-Actinin, bei Myostatin, ACE wäre auch noch so ein Ding. Da sind welche bekannt, nach denen man testen könnte. Ja. Ist natürlich trotzdem ein bisschen auch suchen nach der Nadel im Heuhaufen, weil man davon ausgehen kann, dass es noch viel mehr gibt. Und das müssen, wenn es die nicht sind, heißt es nicht, dass irgendein anderes unserer 25.000 Gene bei dir verändert ist. Aber es gibt auf jeden Fall Kandidaten, bei denen es echt interessant wäre, das mal zu testen. Und da bräuchte man nur eine Mundschleimhaut oder Blutprobe. Ne? Ja. Allerdings gibt es auch kein Labor, das so etwas standardmäßig macht. Das wird bestimmt teuer und man müsste gucken, irgendein Labor an der Uni oder so. Das wäre jetzt meine Frage, ob man das einfach so machen lassen kann. Und ich glaube, viele von den Geschichten waren eher so bis dato reine Korrelation, oder? Also, dass man zumindest sagen konnte, es gibt hier einen gewissen Zusammenhang. Ja. Aber man kann jetzt nicht definitiv sagen, wenn das und das so aufgestellt ist, willst du es definitiv einfacher haben, Muskulatur aufzubauen. Zumal man ja dann auch sagen muss, wenn es schon allein 40 Kandidaten gibt, wie sieht es mit den anderen 39, also wenn du einen, sag ich mal, begünstigt aufgestellt hat, wie sieht es mit den anderen 39 aus? Richtig. Dann plus noch Testosteron. Das sind ja so viele. Dazu, ne? Also es könnte sein, dass einer in die eine Richtung ausschlägt und der andere in die andere. Ne? Deswegen, wie gesagt, die heißesten Kandidaten sind nach wie vor Myostatin und Follistatin. Wobei man bei Follistatin, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, ob man da spezielle Varianten bei Menschen kennt, die verändert sind. Aber bei Myostatin gibt es da auch Varianten, die man kennt. Und da weiß man definitiv durch die Mutationen, die man kennt und auch durch die Mäuse,
dass man die Muskelmasse da vervielfältigen kann, wenn das dieses Protein, wenn Myostatin nicht mehr aktiv ist oder weniger aktiv ist. Ne? Da kann man das machen. Und es gibt ein paar andere Kandidaten, bei denen es, die direkt mit Proteinbiosynthese zu tun haben. Die Actinase ist zum Beispiel etwas, was in dieser Mausstudie mitgezeigt wurde, was sehr viel Sinn macht, weil das Enzym, also durch dieses Gen, ACT, wird das Enzym Actinase gebildet, was den mTOR-Signalweg, der auch vielen geläufig ist, als der wesentliche anabole Signalweg, vor allem in der Muskelzelle, das wird dadurch angesteuert. Und wenn man da ein überaktives ACT hat, dann geht das auch direkt in die Richtung, schon molekular. Ne? Also es fällt dann einfach, um es jetzt mal so verständlich zu machen, einfach höher aus. Also muss man sich vorstellen, dass die Proteinbiosynthese einfach viel höher ausfällt als vielleicht bei XYZ. Richtig, genau. Okay. Und vielleicht auch, dass es schneller getriggert werden kann. Ja. Also durch Training wird mTOR-Signalweg angesteuert. Ja. Durch Aminosäuren, vor allem teilweise die BCAAs, die alleine aber trotzdem nichts bringen, und Methionin wäre auch noch so ein Kandidat, wird die Proteinbiosynthese vermehrt angesteuert und in Kombination ist das natürlich dann notwendig dafür, dass das Muskeln wachsen. Und wenn eine der Enzyme, mTOR selbst ist auch ein Enzym, besonders aktiv ist oder besonders viel gebildet wird, ist das natürlich ein Vorteil. Ist halt immer ein bisschen schwierig zu bemessen, dann gerade zu sagen, okay, derjenige hat eine gute, schlechte Genetik, wenn man sagt, es gibt so viele Variablen, die da mit reinspielen. Und das natürlich dann davon loszukapseln, dass jemand vielleicht trainingstechnisch nicht so gut aufgestellt ist, dass jemand ernährungstechnisch vielleicht nicht so viel reinsteckt, insgesamt overall der Lebensstil. Es gibt natürlich einige Leute, bei denen, die sind da wirklich hinterher und da kommt nicht so viel bei rum, wie jetzt beispielsweise vielleicht bei mir rumkäme, wenn ich das Gleiche machen würde. Aber ich glaube, das kann natürlich auch wieder schnell so ein bisschen als Ausrede dann auf der anderen Seite genutzt werden, ja, wenn Leute das wissen, so, naja, ich habe eine schlechte Genetik. Ne? Dann zu sagen, okay, über einen langen Zeitraum wirklich ein bisschen mehr reinzustecken, Trainings-, Ernährungs-, Lifestyle-technisch, um quasi erstmal herauszukristallisieren, okay, komme ich denn voran, komme ich nicht voran? Und selbst dann, wenn man ein bisschen was reingesteckt hat, was kann ich halt hier und da noch optimieren? Weil ich muss halt auch ganz klar sagen, in den ersten Jahren waren einige Muskelpartien bei mir nicht ansatzweise so ausgeprägt, wie sie es heute sind, beispielsweise Brust. War initial sehr flach, sehr schnell sehr stark ausgeprägte Schultern, gerade vordere Schulter, weil ich sehr stark aus der vorderen Schulter mitgedrückt habe. Weniger Fokus auf sag ich mal, den Beinbeuger etc., wo man dann natürlich schnell dahin kommen kann und sagen, ja, ich habe eine schlechte Brustgenetik oder ich habe da eine schlechte Genetik. Ja, dafür gehen wir dann ja auch noch mal ein bisschen ins Gym und du zeigst mir mal ein bisschen, was du da so für Sachen machst, weil genau das sind ja auch genau die Punkte, ne, die von wegen schlechte Genetik oder auch einfach generell bei Netties teilweise in dem Bereich schwerer aufzubauen sind. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel machst du davon anders als vielleicht nicht alle anderen, aber sehr viel anders. Es ist definitiv so, dass das kann man sicherlich zu 100% sagen, dass deine Form und Masse mit einer, also das ist ohne stark überdurchschnittliche Genetik auch dann nicht zu erreichen, wenn du alles richtig machst. Ja. Das ist definitiv so. Also, da würde ich auch gar nicht dazwischen reden. Also für mich ist bloß immer, es zählen halt alle Parameter dazu. Ja. Und natürlich Peak Natural Bodybuilding oder Enhanced Bodybuilding, beides in meinen Augen die gleiche Geschichte, erreichst du halt nur in einer guten genetischen Aufstellung. Ne? Ja. So wie in jeder anderen Sportart. Ich wäre wahrscheinlich auch kein vielleicht guter Schwimmer oder so oder Basketballer geworden, sei jetzt mal in Frage zu stellen. Ne? Zumindest bin ich jetzt nicht so groß. Dass es halt irgendwo immer mit reinspielt, wenn man auf einem gewissen Top-Level spielen will. Also das auf jeden Fall. Und dann ist natürlich die Frage, was man jetzt wieder draus macht. Also man kann ja immer nicht sagen, wie wäre es, wenn der eine das Leben vom anderen geführt hätte. Wie wäre das, wenn du mein Leben geführt hättest und ich deins geführt hätte. Ich bin mir 100% sicher, dass ich trotzdem nicht so aussehen würde wie du. Aber andersrum würdest du vielleicht so aussehen wie ich, wenn du mein Leben führen würdest, glaube ich auch nicht. Ich habe ja zumindest immerhin trainiert, aber trotzdem gibt es sicherlich sehr viele Punkte, die noch dazukommen. Das Training hast du schon angesprochen, das schauen wir uns auch nochmal im Gym dann
ein bisschen an. Dann Ernährung. Du bist ja im Prinzip den ganzen Tag dabei, immer alles zu tracken. Gibt es da überhaupt, außer vielleicht mal urlaubsmäßig, Phasen, wo das mal schleifen darf? Ein, zwei Tage oder sowas? Also bei mir ist es tatsächlich so aufgestellt, also in der Diät ist sowieso alles on point. Ja? Also da lasse ich wenig rankommen. Im Aufbau ist es tatsächlich so geartet, dass ich im Zweifelsfall, wenn es mal ein bisschen wilder hergeht, auf Reisen oder sonst wo, dahergehe und tatsächlich sage, okay, der Hauptfokus liegt am Ende des Tages immer noch da drauf, ja? Wenn ich jetzt mal einen Tag habe, der ein bisschen anders abläuft, dass ich halt meinen Kalorienüberschuss habe. Mhm. Und der darf dann auch gerne mal einen kleinen Ticken höher ausfallen, weil ich bin im Aufbau, Hauptsache ich bin im Kalorien. Wie viele Kalorien hast du da ungefähr? Überschuss. Also zuletzt war ich Pi mal Daumen bei 4000. Mhm. Und die Proteinzufuhr. Ja. Ja. Die beiden Sachen stelle ich dann immer an. Wie viel Protein nimmst du pro Tag zu dir? Also es ist bei mir tatsächlich ein bisschen mehr als vielleicht der eine oder andere manchmal empfehlen würde. Also zumindest mehr als dieser eine Arzt bei JP Performance empfehlen würde. Ja, also ich glaube mit 2,5 bis 2,7 Gramm im Durchschnitt, ja. Ja, pro Kilogramm Körpergewicht, also das sind bei mir jetzt 250 bis 270 Gramm, mhm. Liege ich denn da, glaube ich, schon ein bisschen drüber. Da liegst du da drüber, ja. Ja. Aber immer noch in dem Bereich, um das nochmal immer noch in dem Bereich, bei dem gesunde Nieren, die das, die darauf ausgehen, also die das daran gewöhnt sind, das normalerweise abkönnen. Ja. Also bis zu, ich sag mal, im Peak vielleicht mal bei 3 Gramm, ne, wenn man mal beispielsweise beim Grillen ein bisschen mehr Proteinhaltiges mit drin hatte und dann vielleicht an der einen oder anderen Seite ein bisschen was abknappst. Ich finde das auch immer unproblematisch, wenn das einen Tag betrifft. Wenn man jetzt einen Tag mal nicht beim Fettkonsum bei 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 0,8 Gramm liegt, sondern mal ein bisschen niedriger und dann an einer anderen Stelle mal ein bisschen höher. Das macht es nicht aus, solange der Kalorienüberschuss gegeben ist. Okay, also 4000 Kalorien, Minimum 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Sowas in der Art habe ich auch eine Zeit durchgezogen. Ja. Und da war ich auch ähnlich schwer wie du. Und richtig fett. Also, da bin ich auch gerade auf dem besten Wege. Also vielleicht ist das Rezept dafür. Ich rede nicht vom gleichen Fett wie du. Also ich meine, richtig fett ist auch übertrieben. Ich war nicht richtig fett, aber wenn ich mir Bilder angucke, ich hatte ein richtig rundes Gesicht und von Definition war gar nichts zu sehen. Ich war für meine Verhältnisse sehr stark damals. Mhm. Aber wenn ich auf die Kalorien und das Protein gehe und das der einzige Faktor ist, erreiche ich offensichtlich. Ja, wir können wahrscheinlich ein ähnliches Gewicht erreichen, aber es ist definitiv anders zusammengesetzt. Ne? Ja. Also das ist der eine Punkt, okay, Kalorien hochhalten und Protein hochhalten ist jetzt auch erstmal etwas, wovon man ausgehen würde. Ist der Hauptfokus, ne? Mhm. Also wenn es halt mal ein bisschen schwierig ist. Klar habe ich ansonsten meine tägliche Obstzufuhr mit drin, 2 bis 3 Portionen Obst, die ich generell mit drin habe, beispielsweise Bärenmix und eine Kiwi oder eine Banane noch dazu oder ein Apfel. Ja. Das sind so die Hauptobstquellen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das geht bei mir in der Regel rein mit Mut zur Abweichung, ja, mal ist dann Orange oder sonst was. Gemüsetechnisch halt, das ist im Aufbau tendenziell eigentlich immer so Pi mal Daumen 500 Gramm sind. Ja. So gemixtes Gemüse, also ich schaue schon darauf, dass es jetzt nicht nur Brokkoli 7 Tage die Woche ist, sondern halt 2, 3 verschiedene Gemüsesorten, die dann tatsächlich mit reinfliegen. Aber Brokkoli ist da auch mit bei. In der Diät ist es meist ein bisschen höher, weil es halt einfach auch noch einen gewissen Grad an höherem Volumen und Sättigung da mitbringt. Ja, und ansonsten werden die Mahlzeiten halt über den Tag verteilt. Ne? Wie viele? 4 bis 5 Mahlzeiten. 4 bis 5 Mahlzeiten. Und dann halt versuchen in gewissen Abständen das mit reinzubringen. Um halt eben dann mit der Zielsetzung wieder, ja, ist halt immer die Frage, wie wichtig das am Ende des Tages das ist, aber die Proteinsynthese möglichst über den Tagesverlauf bestmöglich zu stimulieren,
damit man auch hier so das Maximum... Also es gibt die Daten, dass zumindest mehr als eine große Proteinmahlzeit am Tag besser sind für den Muskelaufbau, dass die Daten gibt es, ja. Auch wenn es Quatsch ist, dass man nur 30 Gramm pro Kilo, 30 Gramm Protein auf einmal verstoffwechseln könnte, das stimmt nicht, aber es macht schon so oder so Sinn, dass auf mindestens dreimal, du meinst vier bis fünf Mal? Vier bis fünf Mal. Das heißt, ja. Vielleicht zum Beispiel. Das würde auch Sinn machen. Habe ich auch gemacht damals. Ja. Warum war ich damals fett und du siehst so aus? Tja, also, da muss wohl doch was im Spiel sein, ja? aber es muss etwas anderes im Spiel sein. Ja. Was ich damals wenig gemacht habe, zum Beispiel, war supplementiert. Damit habe ich erst jetzt so mehr aus Anti-Aging-Gründen mehr mit angefangen. Mhm. Was nimmst du für Supplements? Ist, glaube ich, in meinen Augen auch relativ unspektakulär. Besonders man muss da natürlich auch ein bisschen immer den Zeithorizont betrachten, welchen Anteil der Zeit, die ich jetzt schon trainiere. Natürlich ein Großteil der Zeit Kreatinmonohydrat, ja. Also schon quasi von Anfang an. Dann am Anfang gab es auch noch Kreakalin und so. Ne? Es läuft im Endeffekt auf Kreatin hinaus, denn eine entsprechende Eiweißzufuhr über Eiweißpulver, aber da sage ich ja auch ganz einfach, das ist aus pragmatischen Gründen. Mhm. Nicht, dass es unbedingt notwendig wäre, also ich könnte jetzt auch ein bisschen mehr Chicken oder sonst was essen, das hätte es auch gleichermaßen getan. Trainingsbooster, die kann man erst so ein bisschen im Zeitverlauf. Mhm. Reden wir dann von Pump-Boostern? Pump-Booster, ja. Es gab eine Zeit lang auch, da waren ja so ein bisschen die Hardcore-Booster oder so, wo das alles noch auf legaler Basis war und als das alles noch erlaubt war. Da wurde, die aber ja der Proteinbiosynthese, wenn dann eher entgegenwirken. Ja, ich muss auch in der Retroperspektive sagen, die waren auch nie wirklich sinnig. Mhm. Danach halt echt, also zumindest die, die dann dich so richtig crashen lassen haben. Mhm. Die Hardcore-Dinger habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, aber die anderen haben mir schon gereicht. So. Also wo ich dann gesagt habe, okay, das bringt es jetzt auch nicht wirklich, schon bevor jetzt da irgendwelche Verbote oder so ausgesprochen wurden. Mittlerweile dann entsprechend Ashwagandha, das ist so ein Ding in der Kombination Ginseng, Ginkgo. Ja. Muss ich sagen, merke ich schon, also ich persönlich nehme es auch vor dem Schlafen. Das ist. Mache ich auch. Immer, ja. Also Ashwagandha jetzt speziell. Positiven Effekt für mich selbst hast. Melatonin habe ich häufiger drin, aber auch noch nicht so lange. Also anteilig vielleicht 10-20% der Zeit, die ich jetzt trainiere. Ist tatsächlich eine Sache bei mir gewesen, da ich immer ein bisschen Probleme in der Vergangenheit hatte, manchmal einzuschlafen, dass sich mit diesem Setup das Ganze verbessert hat. Wie viel schläfst du pro Nacht? Die letzten Monate ein bisschen mehr, weil ich noch in der Elternzeit bin. Mhm. Ja, so dass ich tatsächlich eigentlich täglich meine 8 Stunden plus gerne auch mal einen Powernap reinbekomme. Aber ansonsten ist es eher häufig in der Woche 6,5 Stunden gewesen. Okay. 6 am Wochenende 8. Mit Kind ist manchmal noch ein bisschen hier und da ein bisschen schwieriger geworden in den letzten 2 Jahren, wenn der Nachts halt ein bisschen Tumult war. Ne? Ich dachte, da hätten wir jetzt den Punkt, weil meine Schlafroutine ist nämlich auch beschissen. Ich komme selten mehr als 6 Stunden, aber anscheinend hast du jetzt auch nicht die perfekte Schlafroutine. Also das, wenn man bei mir was sagen könnte, was nicht gut aufgestellt ist, dann war es lange Zeit so. Die Quantität an Schlaf. Mhm. Nicht unbedingt die Qualität, sei mal dahingestellt, wie gut jetzt die Uhren und Ringe und sonst was jetzt die einzelnen Schlafphasen messen können. Aber da zumindest habe ich einen ordentlichen Tiefschlaf laut den Messungen immer mit drin gehabt. Das wäre es jetzt nicht gewesen. Aber in der Wettkampfvorbereitung allein, da habe ich auch häufig, also die es komplett mitverfolgt haben, die werden gesehen haben, okay, ich habe auch mal Tage gehabt, da habe ich nur 5 Stunden geschlafen. So, es kam halt auch vor, weil halt einfach das gesamte Pensum, und du bist ja auch in gewissen Sachen langsamer und wenn du YouTube machst und arbeitest regulär, da kommt einiges zusammen, wenn du ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen willst. Was ja auch noch so ein Punkt ist, es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, du würdest jetzt von morgens bis abends nur Bodybuilding im Kopf haben, weil du hast noch einen anderen Job, du hast eine Familie, ne, das sind ja auch noch Sachen, wo man, also ich hatte irgendwann mal vor Jahren gesehen, wie der Tagesablauf damals von Jay Cutler war.
der ja wirklich dann quasi nur geschlafen und trainiert und gegessen hat. Und alles andere hat deine Freundin damals gemacht oder so für ihn. Ja. Also auch da ist ja, ne, das ist, wenn ich mir das so, was du bis jetzt erzählst, klingt nach dem, was ich zumindest bei einigen, also so krass war es jetzt bei mir nicht, aber bei einigen auch aus dem Gym über die Jahre schon gehört habe. Ja. Also ich sag mal an der Stelle auch so, um mich selbst vielleicht nicht nur als Beispiel zu nehmen, Daniel Kubik, Brozap, chillen jetzt auch nicht den ganzen Tag, sondern die arbeiten halt auch recht viel. Ja? Also es ist im Natural Bodybuilding tatsächlich ein bisschen weniger verbreitet, anscheinend den ganzen Tag sozusagen für Regeneration zu nutzen. Sei mal dahingestellt, ob es nicht positiven Übertrag hätte. Ich glaube, für mich würde es eher kopftechnisch Probleme machen, wenn ich den ganzen Tag nichts machen würde. Weil ich dann eher das Gefühl habe, dass ich zu wenig mache. Ja? Ich habe irgendwie immer, um mich selbst besser zu fühlen, muss ich halt pro Tag was schaffen. Das reicht nicht nur, dass es Training ist, sondern ich muss das Gefühl haben, produktiv zu sein. Und ich weiß nicht, ob das mehr an Schlaf und nur jetzt auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen und sonst was zu machen, so viel besser wäre für meinen Kopf und somit für den langfristigen Output, als jetzt zu sagen, okay, ich schaffe was, wenn es mich jetzt nicht zu sehr stresst. Im Übrigen, daraus kann man ja schließen, dass du offensichtlich einen generellen Drive hast im Leben, also ne, Sachen zu tun, was ja auch, um das von vorhin nochmal ganz kurz aufzunehmen, was auch dagegen spricht, dass dein persönlicher Testosteronspiegel für dich zu niedrig ist, weil das bleibt dann meistens auch ganz schnell auf der Strecke. Ja? Also das sind auch Dopaminsache und sowas, aber das geht auch in die Richtung. Ne? Ja. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass ich schon häufiger mal, das ist aber ein bisschen unabhängig davon, ob ich jetzt gefühlt 6,5 Stunden schlafe oder ob ich jetzt die letzten Monate 8 Stunden geschlafen habe, trotzdem mit einem gewissen Maß an Müdigkeit oder so häufiger zu kämpfen habe. Das ist halt die Frage, was ist immer die Ursache für Müdigkeit? Ne? Es ist ja gefühlt, wenn du irgendwo ein Problem hast, ist Müdigkeit immer das Ding, was dann zum Tragen kommt. Deswegen, ob das jetzt an einem, ob ein höherer Testosteronspiegel mir zuträglich wäre, Fragezeichen, oder irgendeine andere Geschichte da ursächlich für ist. Ja, gut, Müdigkeit, wie du schon sagst, ne? das ist unspezifisch für alles, wenn für zu viel Stress, für zu wenig Stress, für, ne? das kommt ja immer mit dazu, wenn irgendwas gerade nicht so ganz läuft. Oder das hohe Trainingspensum, ne? Dass das halt einfach der Punkt ist, der halt einfach in einem gewissen Maße ja, das mit dem, genau das macht. Mit dem Training, das hatten wir bis jetzt ja noch nicht angesprochen. Ich würde nur ganz nochmal auf die Ernährung nochmal zurückkommen, beziehungsweise bei den Supplements hattest du ja also dann wahrscheinlich so die Standardvitamine, Vitamin D und sowas, aber das ist ja alles. Genau, D3, K2, Omega-3. Zink hatte ich immer noch mit drin. Wie viel Zink nimmst du? Die meiste Zeit waren es 25 Milligramm. Ja. Was ja schon relativ viel ist. Vor allem, wenn man auch noch Fleisch isst. Glycinat, ja. Ja, bis Glycinat, genau. War es die meiste Zeit gewesen. Ja, ansonsten halt wenig Knoblauchextrakt. Die letzten Jahre immer, um halt den Strohhalm so zu greifen, so diesen Erkältungspräventionseffekt mitzunehmen. Dann vielleicht auch Erkältungszeiten zu verkürzen und potenziellen positiven Effekt auf den man, nicht dass ich es jetzt zwangsweise bräuchte, aber Blutdruck, Blutfettwerte, was es ja gegebenenfalls haben könnte, mitzunehmen. Ansonsten habe ich, glaube ich, das meiste genannt, was die meiste Zeit halt mit drin war. Hier und da sicherlich noch mal was anderes ausprobiert. Ich habe auch mal nicht Tyrkesteron, gab es ja, Ektosteron, genau. Ja. Hast du davon was gemerkt? Das ist ja sehr umstritten. Nein, gar nicht. Also, auf Testosteron geht es ja eh nicht, wenn, dann wirkt es über einen Östrogenrezeptor, aber es ist ja von der Datenlage her mehr als umstritten. Ja, also ich hätte auch einen Kumpel, der quasi seine Arbeit, ich weiß gar nicht, ob das Bachelor- oder Masterarbeit am Ende des Tages war, darüber geschrieben hatte und er meinte, es könnte halt einen positiven Effekt also haben und so und man kann schon Sinn machen, gegebenenfalls. Ich habe es dann ausprobiert, auch in den von ihm vorgeschlagenen Dosierungen, die ich jetzt so nicht mehr im Kopf habe,
aber nichts. Also ist raus, ist teuer, ja, aber in meinen Augen rausgeschmissenes Geld. Und die Erfahrungsberichte gehen so ziemlich in die Richtung. Bis auf einzelne Ausnahmen, wo ich dann mir immer denke, ja, vielleicht ist es dann auch der Wille, dass es halt funktioniert. Es gibt ja auch nur eine Studie, die überhaupt mal, also zumindest eine, die mir bekannt ist, die überhaupt mal am Menschen bei Ecdysteron gezeigt hätte, dass es was bringt und deswegen vielleicht auf der Dopingliste landen sollte. Und da haben die dann so ein Produkt genommen von Peak, glaube ich, war das damals, wo fast gar keins drin war und viel weniger es angegeben wurde, weshalb man sich dann natürlich auch mal, klar, die hatten noch ihre anderen Labortests gemacht, aber wo man sich natürlich auch fragen muss, ja gut, was ist denn stattdessen da drin gewesen? Irgendwas haben die Leute ja genommen, ne? Also das, deshalb würde ich diese Studie als wenig aussagekräftig ansehen. Ne? Ja, ich glaube, das war auch so der Hauptkritikpunkt generell. Mhm. Deswegen da auch von Anfang an sehr skeptisch aufgestellt war. Aber man greift ja dann irgendwo auch so ein bisschen nach jedem Strohhalm, um vielleicht dann auf zumindest dem, was als natural jetzt gilt, ne? Also wie man es definiert hat, also alles, was nicht auf der Dopingliste ist und was so legal zu erwerben ist, dann vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, hat auf jeden Fall nicht gefruchtet. Ja. Ich denke mal, das haben viele ausprobiert und bei vielen halt relativ wenig gebracht.